Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu Patch 0.9.12. Und während ihr das hier gerade hört, werdet ihr wahrscheinlich entweder gerade den Patch herunterladen oder aber ihn installieren. Denn heute ist der 22. Dezember und wir haben an einem Dienstag den Patch Day. Ganz, ganz wichtig. Ja, der Patch hat 1,7 GB Größe. Das bedeutet, wenn ihr rechtzeitig loslegen wollt, dann seid ihr jetzt schon zu spät dran. Ja, Spaß beiseite. Es gibt bei Patch 0.9.12 nichts mehr als Geschenke. Neujahr im World of Warships wird wie das Weihnachtsfest gefeiert. Beginnen wir mit den Neujahrsgeschenken. Wir bekommen Neujahrsgeschenke in der Waffenkammer. Wenn wir auf die Hauptseite klicken in der Waffenkammer, bekommen wir einen kostenlosen Container. Müssen wir abholen. Zweiten Container-Weihnachtsgeschenk gibt es im Premium-Laden. Wargaming will natürlich, dass wir die Waffenkammer öffnen und den Premium-Laden, auch wenn wir ihn sonst nicht öffnen würden. Ja, das ist, ihr wisst das eh, praktikabel. Und auf einer speziellen Neujahrs-Webseite, da muss man hier draufklicken, erwartet auch ein weiterer Container Weihnachtsgeschenk. Natürlich muss man immer angemeldet sein, ansonsten wird das nicht funktionieren. Macht es im Spiel, da seid ihr automatisch angemeldet. Außerdem bietet die Waffenkammer wie immer, oder in letzter Zeit, zu ein paar Anlässen Zufallspakete. Man muss sich dafür nur einloggen. Das kann man vom 22. Dezember bis zum Montag, den 11. machen. Es gibt 12 Pakete. Wir können also bis zu 8 Tage auslassen und bekommen dennoch alles. Es gibt nämlich ein Paket pro Tag und das sind quasi die Inhalte. Was ist hier der Grund dafür? Na gut, ich glaube, in der Weihnachtszeit haben Familienväter oder auch Leute, die nicht alleine feiern, anderes zu tun als World of Warships zu spielen. Der Grund dafür ist natürlich, dass wir uns dennoch einmal also pro Tag ins Spiel einloggen. Aber wenn wir schon da sind, vielleicht drehen wir auch ein paar Runden. Ein paar Runden drehen ist natürlich noch nie so lukrativ gewesen wie gerade jetzt, denn zusätzlich zu noch anderen Feldzügen startet mit Update 0.9.12 die Kurewerft. In der Kurewerft können wir in 26 Schiffbauphasen ein außergewöhnliches Schlachtschiff, würde ich jetzt mal sagen, diesen erspielen/erwerben. Warum? Das erfahrt ihr jetzt gleich und mit außergewöhnlich, das bedeutet nicht immer außergewöhnlich gut. Meine Preview, oder eigentlich meine Review zu Hisen, die kommt die Tage über. Wargaming hat das Schiff leider sehr, sehr kurzfristig angekündigt. Das war, glaube ich, am Samstag und ich hatte einfach nicht die Zeit dazu, ausreichend Gefechte mit diesem Ding zu fahren, um mir eine Meinung zu bilden, die aussagekräftig ist. Sobald ich Minimum 10 Gefechte habe, wahrscheinlich dann auf dem Presse-Account, dann werdet ihr auch eine Review von mir bekommen. Bisherigen Gefechte sind eher ein Nein als ein Ja. Könnte natürlich auch sein, dass es das ein Grund ist, aber wahrscheinlich war einfach nur die Weihnachtszeit so stressig. Dementsprechend konnten wir es nicht vorher haben. Ja, die Regeln in der Werft sind relativ einfach hier nachzulesen, natürlich auf dem Patch-Formular. In oder auf Wargamings Hauptseite. Wir haben 26 Phasen. Wir können bestimmte Schiffsbauphasen mit Dublonen überspringen. Theoretisch können wir jede Phase von Beginn an mit je 1950 Dublonen pro Phase überspringen. Das ist natürlich nicht toll. Wir müssen unterm Strich Minimum 4 kaufen. Das bedeutet, es würde uns immer 4 mal 1950 Dublonen kosten. Oder wir kaufen sie uns mit einem Rabatt frei, mit den sogenannten Starterpaketen. Die ersten 10 Schiffsbauphasen im Umtausch für 9.950 Dublonen oder 4 Schiffsbauphasen im Tausch gegen 5.000 Dublonen. Wer sie denn unbedingt haben möchte, der spart sich hier quasi 1.800 Dublonen. Von daher lohnt es sich wahrscheinlich, wenn man sie trotzdem kauft, dass man hier das Startpaket kauft. Wir haben die Möglichkeit, die Kampfaufträge über die zwei Updates 0.9.12 und 0.10.0 zu erfahren. Wie gesagt, 22 können wir freispielen, 4 müssen wir kaufen. Das bedeutet am Anfang oder am Ende, das ist egal. Wir bekommen aber natürlich nicht nur die Zen, auch wenn damit geworben wird. Wir bekommen eine Tachibana auf Stufe 2, ist ein Zerstörer. Oder die Yahagi, einer der schlechtesten Kreuzer im gesamten Spiel auf Stufe 5. Yes. Sehr langer Reload für alle, die sie nicht gesehen haben. Und 10 km Torpedos mit einem wahnsinnig schlechten Abwurfwinkel. Es gibt Schiffe wie die Königsberg, die Murmansk, die Omaha und andere Schiffe auf Stufe 5, die man da gerne feiert. Die Hagi gehört tatsächlich nicht dazu. Gerne die Review des Schiffes von mir ansehen. Da wird mit Unehrlichkeit gespart, mit Ehrlichkeit nicht. Von daher einfach mal reinschauen.
Wenn wir die letzten vier, also wenn wir die Schiffe kaufen und auch die letzten vier dann erspielen können, Schiffsbauphasen kaufen, die vier, die nötig sind, und die erspielen, die restlichen, bekommen wir 10.000 Kohle bei den letzten vier Schiffsbauphasen. Mega Weihnachtscontainer Geschenk, 2000 Stahl und eben die Hisen in der hässlichen Tarnung Kriegsbemalung. Ja, ich bin heute nicht positiv, aber die Kriegsbemalung ist einfach mega hässlich. Für die Fertigstellung von anderen Schiffbauphasen bekommen wir Weihnachtsgeschenke, großes Weihnachtsgeschenk. Ihr seht es, die permanente Tarnung Neujahr für Stufe 9 Schiffe, die wir einsetzen können auf einem Schiff, wo wir wollen. Die verbrauchbaren Tarnungen Winterstreifen und wertvolle Geschenke. Die Dachibana bringt uns, wenn wir sie schon haben, 1,425 Millionen. Die Hagi immerhin 4000 Dublonen, wenn wir dieses Schiff schon im Hafen haben. Zusätzlich dazu gibt Wargaming natürlich einen Anreiz, wenn wir nicht gerne spielen, sondern lieber kaufen. Und uns dann aber einfällt, wir sollten aber trotzdem spielen. Wir bekommen nämlich für jede Phase, die wir vorher gekauft haben, wenn wir sie dennoch freispielen, 400 Forschungspunkte und 200 Stahl jeweils, also für jede Phase. Könnt ihr auch ausrechnen, das sollten dann schlimmstenfalls 22 Phasen mit dem Spaß sein und insgesamt vielleicht sogar 26, wenn man sich komplett durchkauft. Naja, also ich weiß nicht, ob es für die letzten vier das auch gibt. Das sehe ich dann auch am Dienstag, wenn es soweit ist, weil ich hatte leider keine Zeit, auf den Testserver zu gehen. Shame on me. So, der Hafen wurde... Kure wird natürlich auch hinzugefügt. Das ist der Hafen Kure von Japan. Für mich eine der besten Änderungen mit diesem Hafen-Event, dass ein zusätzlicher Hafen reinkommt. Aber das ist natürlich nicht alles. Jetzt kommt das, auf das manche Leute das ganze Jahr warten, nebst den Weihnachtscontainern, bei denen heute oder heuer eine größere Enttäuschung war als letztes Jahr, nämlich die Gefechtsleistungsboni in Form von Schneeflocken. Das Schneeflocken-Event erlaubt uns ab sofort mit Update 0.9.12 ab Stufe 5 Neujahrsboni zu erfahren. Von Stufe 5 bis Stufe 7, also Stufe 5 400 Kohle, Stufe 6 500 Kohle, Stufe 7 750 Kohle. Wir müssen übrigens keinen Sieg mehr haben, sondern nur noch einen Verdienst von 300 Basis-EP. Das sollte quasi selbst bei einer Niederlage immer drin sein, um die Schneeflocke abzufahren. Also es wird quasi noch einfacher. Damit müsst ihr nicht im Koop grinden gehen, sondern könnt ganz normal im Zufallsgefecht fahren. Auf Stufe 8 und Stufe 9 gibt es 75 Stahl. Ja, ist nicht so viel, aber ist geschenkt und ist mehr als nichts. Und Stufe 10, Container, Weihnachtsgeschenk. Ja, auch da ist vielleicht nicht viel drin. Für all jene, die alles schon haben, also alle Schiffe schon haben, maximal uninteressant. Für all jene, die es noch nicht haben, oder die gängigen Schiffe noch nicht haben, sind da mit Sicherheit auch Premium-Schiffe drin. Daher, wichtig ist, 0.9.12 und 0.10.0 können wir die Gefechtsleistungsboni haben. Außer in den Übungsgefechten natürlich. Und für jedes Schiff nur einmal. Aber das ist noch nicht alles. Wie, das ist noch nicht alles? Ja, wir werden überhäuft, nämlich mit einem Neujahrsfeldzug. Eigentlich sogar mit zwei temporären. Das bedeutet, die gehen irgendwann raus. Also macht es nicht wie ich und verbummelt das. Richtig lächerlich. Geht auf die Jagd nach der Straßburg, ist eine Stufe 7 Dunkirk mit Reload Booster. Auch da kommt die Review in ein paar Tagen. Wie gesagt, unter 10 Gefechten irgendetwas zu einem Schiff zu sagen, das ist grob fahrlässig. Ich muss nicht der Erste sein, ich will nur, dass niemand es bereut. Gut, die sind im Falle der Straßburg theoretisch nur zu erspielen. Bedeutet, da wird niemand um etwas geprellt. Bei der Hisen zum Beispiel um Dublonen. Das möchte ich da nicht, wenn jemand sagt, oh, die ist so geil, die müsst ihr sofort haben. Und dann ist man enttäuscht. Das darf auf keinen Fall passieren. Deswegen, die Zeit muss sein. Wenn ihr woanders ein Review anschauen wollt, macht es da. Und bildet euch da ein Urteil. Der, was bei mir sein will, der muss sich ein bisschen gedulden. Wir bekommen aber nicht nur am Ende des ersten temporären Feldzugs die Straßburg, sondern wir bekommen da auch super tolle 6-Punkte-Kapitäne in den verschiedenen Phasen. Von panasiatischen Nikoli, glaube ich. Aber wahrscheinlich fällt es mir danach ein. Ne? Jedenfalls, für jedes Land gibt es unterschiedliche Nikoläuse. Nikoli. Solltet ihr die Straßburg schon haben, also solltet ihr sie schon gekauft haben, gibt es 9500 Dublonen und die permanente Tarnung Winterfest, inklusive einem Liegeplatz natürlich dann in den Hafen als entsprechende Kompensation. Der erste Auftrag ist wie immer schon mit Update 0.12 da, der Rest kommt dann wöchentlich, wird freigeschalten. Der zweite temporäre Feldzug ist Schiffe und Schicksale.
Für das Abschließen von Schiffe und Schicksale brauchen wir aber die Straßburg. Das bedeutet, wenn wir es ganz eilig haben sollten, können wir auch in der Waffenkammer gegen Dublonen oder Premiumladen für Echtgeld die Straßburg erwerben. War ja klar. Der zweite temporäre Neujahrsfeldzug umfasst 36 Aufgaben in sechs Aufträgen. Da gibt es auch wieder Nicoli, verschiedene, und es gibt Schiffe. Sind aber keine Premium-Schiffe, sondern es gibt, wie ihr schon in der Abbildung hinten sehen könnt, Burutaka, die T-22, die Hawkins, die Wisby, die Kotowski und die New York, zusätzlich mit einer permanenten Tarnung, was ziemlich praktikabel ist. Und wir bekommen ebenso, also das ist die permanente Tarnung Winter, ebenso den Container Weihnachtsgeschenk. Sprich, für alle Leute, die gerne auf Stufe 5 in einer Linie einsteigen, ist das vielleicht etwas. Man muss sich natürlich ein bisschen beeilen, um das noch zu schaffen, würde ich mal tippen. Muss man aber schauen, ob sich das lohnt. Die Straßburg ist ein nettes Schiff, so als erster Eindruck. Ist nichts herausragend Besonderes mit den kleinen Geschützen oder den kleinen Kaliber. Der Reload Booster ist angenehm, den braucht es auch. Gibt durchaus bessere Schiffe. Wenn ihr auf französische Schiffe steht, es wird eine Alsace, zumindest angekündigt in Work in Progress, auf Stufe 8 kommen. Das ist ein Schiff, also das zahlt sich dann schon eher aus. Mit 3x4. Das ist schon heftig. Eine kleine Info noch am Rande für all jene, die sich für die gewerteten Gefechte interessieren. Auch die starten mit 0.9.12. Was euch da erwartet, muss ich outsourcen in ein anderes Video. Wir sind jetzt schon bei einer Videolänge, die kaum jemand wahrscheinlich ganz durchhört. Dementsprechend, wer die gewerteten Gefechte interessant findet, sie beginnen jetzt. Könnt euch gerne selbst informieren oder erwartet auf das Video, das im Laufe dieses Tages auch kommen wird, mit einer schnelleren, kurzen Übersicht. Wie gesagt, Start ist EU 22. Dezember bis 2. Februar ist die Dauer von 8 bis 1 Uhr. Müsste Central European Time sein, wenn es mich nicht täuscht. Wie gesagt, alles weitere dann auch hier, also UTC. So, UTC von 8 bis 1. 7 gegen 7, Stufe 8 und Stufe 9 bis 10 und Stufe 10 in der Goldliga. Alles andere plus Preise in dieser Testsaison erfahrt ihr dann schlussendlich in einem anderen Video. Ganz wichtig für die Leute, die sich gerne etwas gönnen möchten, in der Waffenkammer hat Wargaming 4 Einweg-Coupons für den Kauf von Schiffen hinzugefügt, also mit Dublonen, 10, 15, 20 und 25% Rabatt. Sie sind ab dem 25. Dezember verfügbar und bleiben bis 8. Januar aktiv. Die folgenden Schiffe werden in der Waffenkammer im Tausch gegen Dublonen erhältlich sein. Die Siliwangi kommen neu dazu, die Z-44, die Georgia, die Pommern, die Alaska, die Ägir, die Azuma und die Friesland für jeweils 19.300 Dublonen. Ah, extra dafür. Okay, ich verstehe. Praktikabel. Vor allem, da die Georgia und die Alaska dann schlussendlich rausgehen wird, auch aus dem Premiumladen. Georgia, Alaska und Massachusetts werden nicht mehr im Premiumladen erhältlich sein. Mit Update 10.1 kommen auch dann die anderen Schiffe, die Georgia, die Alaska, die Massachusetts, die Thunderer und die Smallland raus aus der Waffenkammer für Ingame-Inhalte wie Kohle und ist ein Stahlschiff mit dabei. Nee. Ich glaube nicht. Georgia, Free XP. Smallland kostet 2 Millionen, Thunderer kostet, glaube ich, Kohle. Also passt gut auf. Wie gesagt, Massachusetts ist mit dabei, weil kommt auch aus dem Premium-Laden. Ganz, ganz wichtig. Sommer, also die Sommers, kommt auch mit 0.10.2 raus. Dafür kommt dann die Austin rein. Das ist ein Stahlschiff hier. Und ja, Wargaming ist klar, dass ja einfach Ressourcen für ein Schiff ein langwieriger Prozess ist. Deswegen wird in 2 Patches im Voraus gewarnt, oder beziehungsweise 3 Monaten, dass sie vom Live-Server genommen werden und welche neuen Schiffe kommen. Das reicht natürlich nicht, 3 Monate den Stahl zusammen zu farmen. Außer man ist mega fleißig und in einem Clan, der aktiv ist und am besten in die Hurricane Liga kommt, um da noch alle Boni abzufarmen. Jetzt hatten wir das Problem, dass die eigentlichen Rank-Gefechte, die schon starten hätten sollen, mit letzten Patch um einen Monat verschoben worden sind und die Ausbeute beschissen klein, ich würde sagen, bescheiden klein ist, schwierig. Die Änderungen an der Spielbalance, ach Gott, ich muss euch das auch ins extra Video packen, denn das habe ich schon auf dem PTU, also auf dem Testserver gesagt, das ist eigentlich 1:1 eigentlich genauso gekommen, wie es da beschrieben worden ist, auch mit der Manfred von Richthofen. Ich verlinke euch auch dieses Video, ist ein Infovideo vom Devblog. macOS wird nicht mehr unterstützt ab Januar 2021. Das tut mir leid, aber für Wargaming ein nötiger Schritt. Weitere Informationen dazu findet ihr im Artikel vom Spielersupport, was man hier noch machen kann. Wahrscheinlich nicht viel, außer Windows zu installieren. Ich danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte euch das in,
angenehmer Kürze und Würze vermitteln, ist ein bisschen kritisch bei diesem Schwall an Informationen. Fazit, es gibt ganz viel Scheiß. Auch wenn man nichts investiert, bekommt man einen Sack voll Geschenke, die ihr euch dann aufmachen könnt um Weihnachten oder die ihr dann genießen könnt, wenn ihr sie irgendwann abgefahren habt. Farmt den Stahl, farmt die Kohle, gönnt euch was geht. Viel kommt raus, Neues kommt rein. Vielen lieben Dank, bald auf ein neues Jahr, da ist das ganz normal. Fürs Zusehen und wir sehen uns dann wieder im nächsten Gefecht. Ciao.